Hallo und willkommen zu der siebten Folge von Brain Talk. Ich bin euer Luca und das Thema heute ist Intros, Banners und alles, was dazugehört. Dann sage ich mal Hallo zu euch dreien. 2008 Cactus, Mark Molter und Theuser 1992. Das Thema ist grob gesagt YouTube, Intros, Banners und alles, was dazugehört. Deshalb direkt meine Frage an euch. Intro waren oder sind Intros notwendig oder nicht? Gut, an sich sind meiner Meinung nach Intros nicht notwendig, aber man kann sie schön einbauen, um die Wiedererkennung von seinem Kanal ein bisschen zu implementieren. Aber was ich massiv hasse an Intros ist, wenn sie länger als 3 oder 4 Sekunden sind. Und wenn die Intros viel zu laut sind, das hasse ich auch. Wenn besonders Leute extrem gute, hochwertige Intros benutzen und dann ist das Intro rum und plötzlich hat man ein sehr schlechtes, sehr rauschiges, blödes Video. Das sollte schon ein bisschen zum Video passen, das Intro. Und kurz sein. Also, was ist für dich, User, die optimale Länge für ein Intro? Ich selbst benutze keine Intros, weil ich bin Ja, immer aber so was der ist für dich Meinung, dass die optimale Länge, wenn du jetzt ein Video guckst? bei Fremden, ja, da sollte es natürlich nicht so lang sein, weil das gibt man dann gerne mal, wenn es zu lang ist. Bei mir selbst benutze ich, wie gesagt, keine Intros. Und deine Meinung? Kaktus? Ich würde sagen, 5 bis 10 Sekunden sollte es nicht überschreiten. Sonst wird es dann zu langweilig. Und es sollte auch zu dem jeweiligen Kanal passen. Und ich würd auch sagen, wenn man ein Top-Intro hat und dann so grottenschlechte Videos produziert, sollte man das Intro lieber weglassen. Was sagt ihr zu dem Intro-Wahn, der momentan besonders unter den kleineren Kindern oder den Kiddies oder halt der jüngeren Generation herrscht oder auch den Minecraftern, dass man also dass Videos ohne Intro teilweise dann nicht mehr wegen dem Inhalt gut oder schlecht bewertet werden, sondern nur weil sie kein Intro haben? Jo, also der Intro-Wahn hat ja schon eh und je existiert auf YouTube. Der war mal ziemlich stark, dann ist er wieder mal ein bisschen zurückgegangen und jetzt hat ja YouTube diese Funktion eingeführt, dass man Intros nachträglich einführen kann. Jetzt ist er wieder da. Ich wäre, wie gesagt, vorsichtig mit diesen Intros. Was die ganze Zeit ohne Intro funktioniert hat, warum soll ich da jetzt ein Intro noch davor klatschen? Und besonders, man soll das, wie gesagt, nicht übertreiben. Und Ja, aber man sollte sich. die Frage Ja, war ja, bitte. was hältst du von diesem Wahn momentan der unter kleineren Kindern auf YouTube? Was sagst du Der war immer dazu schon also da. konkret? Der war immer schon da. Das ist, ich mache mir ein riesen Intro und der Rest ist eigentlich alles Schrott. Und dann, na ja gut, da können wir gleich einen Kanal erstellen. Wer hat das beste Intro? Aber der Wahn ist Blödsinn. Also, na ja gut, wer es unbedingt haben will, ist ja jedem sein eigener Kanal. Ne? Man kann ja jeder entscheiden, was er machen will. Und die Abonnenten werden schon sagen, ja oder nein, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Das müsste man ja ganz schnell feststellen eigentlich. Was Auch sagst in du den dazu, Kommentaren. Kaktus? Ich würde sagen, man sollte das erstmal ausprobieren, ob das Intro ankommt. Und wenn die Zuschauer es haben möchten, drin lassen. Wenn nicht, dann würde ich es weglassen. Und der Was Wahn, sagst ich würde du? mich dem Marc anschließen. Der Wahn, der war schon immer da und der wird auch nicht ausgehen. Und was sagst du konkret zu diesem Intro-Wahn? Ich würde Also sagen, das. der war. Ja, bitte? Ja? Nein, also Ich was würde sagst sagen, du konkret zu sowas, dass dann Videos ich würde schlechter bewertet werden, nur weil sie kein sagen, man Intro haben? sollte damit nicht übertreiben. Und wie der Marc schon gesagt hat, man muss selber wissen, was man da macht, ob man da mitgeht oder nicht. Aber man sieht ja auch bei den Großen, wie zum Beispiel Außenseite, die hatten oft kein Intro mehr gehabt und sind trotzdem berühmt geworden. Also geht's auch ohne. Was sagst du dazu, User? Ja, da gibt es so die drei Punkte. Also YouTuber selbst, die solche Intros verwenden, die irgendwie nicht zum Dings passen. Ich glaube, dass das einfach sozusagen Kinder sind, die einfach nur rumspielen wollen. Das kenne ich ja auch von mir selber. Jedes Kind spielt gerne mit einer Kamera rum, ohne irgendwas Vernünftiges damit zu machen, sozusagen. So ähnlich könnte man das denn auch bei, sag ich mal, weniger professionellen Kinder-YouTubern sehen. Ich selbst benutze
kein Gedöns. Ich möchte, dass in meinen Videos sozusagen nur Inhalt ist, ohne Intro, Outro, irgendwelche Karten am Ende und sowas. Das, davon halte ich nicht so viel. Und dass halt irgendwelche Leute das schlecht bewerten, die meisten wissen halt nicht, haben halt irgendwie den Sinn dafür verloren, was professionell aussieht. Also du meinst, dass dann teilweise Leute Dinge gut finden, die in 5 Minuten bei After Effects gemacht sind. Weil viele Effekte. Viele haben irgendwie kein Auge dafür, was sozusagen professionell ist. Das habe ich so mitbekommen. Und viele haben dann irgendwie falsches Glauben, wenn man dann zum Beispiel jemanden aufklären will, nee, das sieht nicht so professionell aus, dann sagen die irgendwelche Dinge, die nicht richtig sind. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel dafür ein. Also total, teilweise fehlinformiert, was die Professionalität von Videos betrifft. Woher denkt ihr, kommt dieser Intro-Wahn? Ja, das habe ich ja eben schon so ein bisschen beschrieben. Also ich sage dazu, das ist einfach nur geklaut. Jede Fernsehsendung hat ein Intro, jeder Sender hat ein Intro, alles, was wir im TV sehen, hat ein Intro. Und das wird einfach 1:1 kopiert. Wird einfach nur nachgemacht. Und genau das ist dieser Intro-Hype hier. Ich habe eine Sendung und ich muss ein Intro haben. Was sagst du genau dazu, Marc? Deine konkrete Meinung zu der Aussage, dass die Kinder da spielen? Ach so, ja, zum Spielen. Na gut, jeder will sich erstmal selber finden, jeder will erstmal ein bisschen rumexperimentieren mit seinem Equipment, also wird auch erstmal was Vernünftiges gebastelt und dann will man das natürlich herzeigen. Und ja, wenn man sein schönes Intro fertig hat, dann will man auch, dass es gesehen wird. Also wird es hochgeladen. Was sagst du dazu, Kaktus? Ich würde sagen, eins, es wird vom Fernsehen alles kopiert und zweitens, man denkt vielleicht auch, wenn man kein Intro hat, wird man dann nicht angesehen. Wie wird der Kanal nicht beachtet? Also meinst du auch, dass so ein Gruppenzwang ist oder halt der Drang dazu, dass man... Ich würde sagen, alle haben angefangen und einer zieht mit. Weil er sieht dann, die Großen haben auch eins, funktioniert und werde ich dann auch so machen. Also wird das von überall her kopiert. Okay, dann kurz eure Meinung zu diesen 1000 jüngeren Designern auf YouTube. Denkt ihr, dass solche Leute überhaupt noch eine Chance haben, richtig bei Leuten anzukommen oder nur dann Abonnenten oder so Aufrufe bekommen von Leuten, die dann unbedingt ein Billig-Intro wollen? Ich würde sagen, sie wollen auch von solchen Leuten nicht angeguckt und von solchen. Also, nein, ich meine, haben die Leute Chancen überhaupt sonst irgendwie durch ihre Animation oder was auch immer erfolgreich zu werden? Ich würde sagen, auch ohne Intro kann man groß werden auf YouTube. Das kommt darauf an, was man anbietet und ob es originell ist, ob es einzigartig ist. Man kann mit allem hochkommen. Marc, deine Meinung zu diesem Satz von Kaktus? Gut, ja, man kann wirklich ohne Intros groß werden, aber wie gesagt, man kann sie ja auf lange Sicht dann einplanen. Wo ich auf jeden Fall mal mit den Gedanken Intro spielen würde, wäre, wenn man vielleicht mehrere Themen auf seinem Kanal hat. Man hat meinetwegen so ein Thema Unboxing, da macht man ein kleines Intro für Unboxings. Man hat ein Thema meinetwegen Let's Plays, macht man so ein kleines Intro für Let's Plays, sodass vielleicht der Zuschauer, wenn er auf euer neues Video kommt, erstmal sieht, aha, in dem Video geht's um Let's Plays, in dem Video geht's um Vlogs oder sowas. Dazu könnte man sie vielleicht sehr gut gebrauchen, aber an sich, es geht auch wirklich ohne. Man hat ja eine Thumbnail, man hat ja einen Titel und wie weit will man denn die Leute noch informieren, wo man hier ist und was man da sieht? Also es geht auf jeden Fall ohne. Also denkst du, dass Intros auch helfen können, dass man sieht, was auf dem Kanal ist? Das auf jeden Fall. Also man muss es aber sinnvoll gestalten. Also ich würde das, wie gesagt... Es ist ja jetzt auch bei vielen so, dass man dann nicht durch den Namen irgendwie erkennt, dass das jetzt ein Let's Play ist. Und im Intro wird ja dann meistens bei Let's Playern zum Beispiel etwas zu einem Spiel gezeigt oder einfach nur der Name fliegt irgendwie rum. Keine Ahnung. Da ist es ja dann meistens so, dass es nicht treffend ist. Oder dass es halt nicht zeigt, was auf dem Kanal passiert.
Das könnte oder dann aber auch vielleicht als Wiedererkennung dienen, dass der Kanal erkannt werden will. Das geht ja auch. Jetzt startet das Video, ich bin bei dem. Aber dann, wie gesagt, dann bitte unter 3 Sekunden bleiben. Und was ich auch absolut nicht abkann, ist diese Methode, erst irgendwie einen Witz oder irgendwas zu machen, dann kommt das Intro und dann geht's mit dem Video weiter. Da könnte ich Nein schlagen, wenn sowas passiert. Was sagst du dann zu sowas, wenn man jetzt irgendwie bei Let's Plays einen Ausschnitt aus dem Video zeigt und dann das Intro kommt? Wie es halt gemacht ist. Also man könnte es ja so machen, man zeigt einen Ausschnitt aus dem Video, sagt grob, worum es geht, dann kommt ein ganz kleiner Trailer. Nein, ich meine damit irgendwie bei vielen Let's Playern, dass irgendwie der super Ausraster of Doom vor dem Video kommt und dann das Intro abspielt und dann das normale Video kommt. Also wie findest du sowas dann, wenn du sagst, Witze brauchst du nicht vom Intro? Wenn es passt, kann man es machen. Das ist immer sehr schwer, jetzt so darüber zu reden. Man müsste da Beispiele sehen. Bei dem einen klappt es wirklich vielleicht gut und bei dem anderen ist es so bockschlecht, dann würde ich es wirklich auch sein lassen. Oder wenn es so zwanghaft ist. Es gibt dann wirklich YouTuber, die versuchen dann gezielt bei jedem Video diesen Witz zu bringen und dann kommt das Intro und dann kommt das Video. Und das ist meistens dann so schlecht, alles zusammen, dass man da besser doch drauf verzichten sollte. Was sagst du dazu, User? Ich wollte eben gerade was sagen, das habe ich jetzt wieder vergessen. Was sagst du zu, also dann jetzt zu Marksatz? Hast du dazu noch was oder ist das das, was du vergessen hast? Genau, ja. Also am besten eine konkrete Frage stellen, dann fällt mir eine Antwort ein. Was hältst du von diesen Intro-Gags oder Einspielern vom Video vor dem Intro, User? Ja, da kann ich quasi nur wiederholen, was ich ja schon gesagt habe, was ich selber gut finde. Das mache ich ja bei mir selbst dann auch. Ich bin Fan davon, wenn es quasi nur Inhalt gibt ohne drumherum. Also Intro oder solche Endkarten oder sowas, davon halte ich nicht so viel. Okay, dann kommen wir zum nächsten großen Thema. Und zwar Banner, die früher noch etwas wichtiger waren beim alten Design. Meiner Meinung nach, was sagt ihr, Banner wichtig oder nicht? Und wie sieht euer perfekter Banner aus? Kaktus? Ich würde sagen, Banner repräsentiert den Kanal. Man kann auf dem Banner draufschauen, was auf dem Kanal passiert. Oder wenn man 2 Formate hat, die regelmäßig kommen, kann man die dann da auch immer drauf ankündigen. Also du findest Banner wichtig und dein perfekter Banner ist so gestaltet, dass Ankündigungen und sowas drauf sind. Ja, wenn man zum Beispiel 2 Formate hat, die regelmäßig rauskommen, finde ich, könnte man sie auf dem Banner dann ankündigen. Und wann sie kommen, vielleicht mit wie viel Uhr. Was sagst du dazu, User? Oder wie sieht dein perfekter Banner auf? Da habe ich keine so große Meinung für. Meiner ist quasi nur einfach nur eine Grafik sozusagen, weil ich mir würde da bei mir jetzt nicht so einfallen, was da drauf soll. Ich finde es gut, wie gesagt, so ähnlich wie bei den Thumbnails auch, was ich eben jetzt sagen wollte, dass halt immer wirklich, wenn zum Beispiel die Thumbnails für verschiedene Themen verschiedene Farben haben, dass dann im Banner diese Farben auch sind und zeigen, worum es geht oder sowas. Das hatte ich das früher auch mal. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die da drin gut ist. Marc, deine Meinung zu Bannern und was ist dein perfekter Banner? Was gehört rein? Meine Meinung zu Banner oder anders ausgedrückt, stellen wir einfach mal eine Gegenfrage. Wie viele Banner habt ihr in den letzten 4 Wochen gesehen und an welches Banner könnt ihr überhaupt noch euch erinnern? Gar keins, ne? Meiner Meinung nach sind die Dinger tot. Die sind so gut wie tot. Also weil du kaum sagst noch einer, Banner. Ja, weil kaum noch einer drauf guckt auf die Dinger. Also wenn ich so bei meinen Zuschauern sehe, wird kaum noch beachtet. Die gehen auf den Kanal, scrollen gnadenlos runter und gehen in die Videos rein. Also du sagst, Banner braucht man nicht. Braucht man nicht unbedingt. Also wenn, dann sollte man ihn sehr sparsam aufbauen. Die wichtigste Info, wer ist das hier eventuell? Ein kleines Logo, nein, und das war's eigentlich. Mehr braucht man hier nicht mehr machen. Ist auch nicht viel Platz da.
die meisten sind so überladen und so zugeschmiert, da kommt man auf den Kanal drauf, dann ist das so bunt und alles so voll, viel zu viel Information. Wieso guckst du es an? Wieso guckst du es an, wenn du selber Sex hast? Ich sehe es, wenn es voll ist, und dann gibt es wirklich nur eine Konsequenz für mich: runter. Ich klicke grob durch die wichtigsten Sachen, über uns, Videos, guck mir die Person an, wenn es mir gefällt, ja, gut, wenn nicht, weg. Der Banner hält mich nicht. Welche Bannerart fandet ihr besser? Die aktuelle, also das aktuelle, wie man Banner designen kann, oder das von früher, dass es an der Seite noch runtergeht? Das von früher, da konnte man sich mehr kreativ ausweiten. Jetzt ist es nur eine vorgeschriebene Zahl. Früher war es auch vorgeschrieben, aber man hatte mehr Platz und man konnte ja, wie du gerade gesagt hast, oben und an den Seiten noch was machen. Ja. Und meinen Kanal mehr präsentieren. User, was sagst du dazu? Oder was ist deine Meinung? Ich hatte das damals auch so gemacht, dass ich diese verschiedenen Elemente, die man ja auch anordnen konnte, die konnte man quasi so in den Hintergrund mit einfließen lassen, dass das wirkt, als wäre es ein Ganzes. Das fand ich immer sehr gut beim früheren. Heute ist das alles so gleich, kaum individuell. Marc, Banner, früher, heute? Früher, das war zwar schön, wie man sich individuell gestalten kann, aber mehr zu sagen, gefällt mir das heute besser, weil erstens mal, ich finde auf jedem Gerät alles exakt an derselben Stelle. Also ich weiß, wo ich in meiner App hinzugehen habe, ich weiß, wo ich in meinem Smart TV wo hinzugehen habe, ich weiß an jedem Rechner der Welt, wo ich hinzugehen habe und ich finde sofort, was ich brauche. In den alten Design war das alles so verschmiert und jeder hat das an seine Stelle gebracht. Und wenn ich dann bei dem alten Design suchen musste, wie ein Blöder, bis ich irgendwas Vernünftiges gefunden habe, wo war der Schaltbutton, wo waren die Abonnenten, wo waren die Videos, das war alles versteckt und alles irgendwie anders, hat mir nicht gefallen. Also das neue Design ist meiner Meinung nach praktischer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich das neue Design habe, die Views sind besser. Weil der Zuschauer wird auf den Kanal geleitet, rutscht über das Banner rein und nach unten kommen nur noch Videos. Und wenn man das sauber aufbaut, die beliebtesten würde ich nach oben nehmen, dann würde ich die neuesten nehmen und dann ein paar Playlists, dann das ist eigentlich top. Okay. Wenn man individuell dann bist du sein will, kann man Meinung als ja. Ja, gut, dann wenn man findest du das ja. aktuelle Banner besser. Ja. Okay, wenn jetzt ja. dein perfektes Banner und dein Satz und dann dein perfektes Banner. Also mein ja. perfektes Banner ist klein, kurz, einfach. Einfach reingeschrieben, welcher Kanal ist das? Wenig Schrift, wenig Firlefanz, wenig Farben. Also ich hasse das, wenn ich irgendwo drauf gehe, das ist alles so bunt, so überladen und ich weiß nicht, was soll ich da jetzt angucken, wohin, wie. Das muss kurz, knapp und sauber alles erklärt sein. Ein paar kurze Infos, da unten meine paar Icons eingefügt. Hier gibt es meine Webseite, hier ist mein Google+, hier ist mein Facebook und das war's. Also sind wir jetzt eigentlich alle der Meinung, dass das Banner aktuell besser ist und dass Banners nicht so überladen sein sollten, wie sie es gerne sind? Ja. Okay, dann nächste Sache. Minecraft, Kinder, Intros, YouTube-Designs. Der Wert eines Intros oder halt das Bild eines Intros wird, nicht das Bild, sondern halt das Ansehen bei Intros, auch für gute Intros, wird, wie Marc vorhin schon gesagt hat, immer niedriger wird es halt eingeschätzt, der Aufwand und alles. Wie ist das für Designer? Was denkt ihr? Das ist jetzt schwer formuliert, die Frage. Also, wie denkt ihr, dass das für richtige Designer ist, die das auch gut machen? Oder halt irgendwie professionell machen oder schon länger machen? Denkt ihr, dass die dann irgendwann auch keinen Bock mehr haben, weil überall Billig-Intros und die werden trotzdem gefeiert? Ich finde, das ist eine ziemlich spezielle Frage. Da müsste man, glaube ich, Psychologe sein, um das zu wissen. Aber wenn ich mir bei den Sachen, die ich gut mache, jetzt vorstelle, dass jemand anders, der es schlecht macht, gefeiert wird, dann stellen sich, denke ich, schon negative Gefühle ein. Also ist das bestimmt bei Intro-Machern oder Banner-Machern oder was auch immer genauso. Marc, was sagst du dazu?
Wer macht denn nur Intros? Gibt es sowas überhaupt? Ja. Ja, Designer. Leute, die Gibt animieren. es? Nein, ich meine damit Leute, die jetzt irgendwie auf YouTube das professionell machen oder auch dafür Geld verlangen oder das halt saugut machen. Oder allgemein Animation, dass das die dann frustriert, dass durch dieses Intro waren sehr, sehr viel Schlechtes sehr gerne gefeiert oder sehr oft gefeiert wird. Ich Also, habe was da ein sagst du dazu? bisschen, ja, ich habe ein bisschen Probleme mit der Frage, weil wer feiert denn schlechte Intros oder generell, wer feiert überhaupt Intros? Das sind wirklich dann Kiddies. Es Sollte man gibt da ja, es gibt wirklich ja. drauf hören? Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Das ist doch Quatsch, das ist Und Quatsch, der ist das. Großteil auf YouTube ist. Die meisten auf YouTube sind eben Kiddies, deshalb muss man auch auf die eingehen. Da möchte ich widersprechen, stimmt nicht. Würde ich auch Also, nicht wenn ich sagen. jetzt meine. Wenn ich meine Zuschauer angucke, also bei mir sind die meisten Zuschauer, die ich habe, sind 35 bis 80. Da ist die absolut größte Zuschauerriege bei mir. Das kommt Ja, halt aber immer darauf dazu muss. an, was man macht. Ja. Und es kommt Dazu darauf an, muss wenn man ihr alle das Plays richtig sagen, angegeben haben. Stimmt auch. du. Ja gut, Die man muss es ja meisten werden es mittlerweile wahrscheinlich falsch nur. angeben. Mit den Google-Accounts müsste es ja verknüpft werden. Der Google spinnt ja jetzt rum, wenn da Fehler drin sind. Da ist mir ja ganz schnell seinen Kanal mittlerweile los, ne? Ja. Wie soll Aber man ich das sag mal Alter so, dass überprüfen? in dem Moment, wenn der in dem Moment, wenn ihr einen AdSense habt, ist das überprüfbar über die Bank. Genau. Da hat der Ja, Marc aber recht. die meisten YouTuber, die sind nur Sch Zuschauer. Die meisten Ich habe nicht YouTuber nur sind ja nur Zuschauer. Zuschauer. Ja. Das heißt, die machen ja nicht selbst Videos und haben deshalb auch keinen AdSense-Account. Ja Das war gut, halt aber eben zum bezogen auf diese Beispiel, Statistik. wenn man jetzt zum Beispiel mal von den Geräten ausgeht, ich habe ja mittlerweile gut und gerne fast die Hälfte meiner Zuschauer kommt über Mobilgeräte. Und das muss man sich auf jeden Fall, wenn man ein Android-Gerät hat, muss man sich ja einen Account erstellen. Also Google weiß schon im Großen und Ganzen, wo das hingeht. Also da stimmt schon ziemlich, was da Google erfasst. Es kommt, das ist immer schwierig zu sagen. Der eine macht Let's Plays und sagt, ich habe nur jüngere Zuschauer. Haut bei dem hin. Der nächste macht halt wieder andere Videos. Der hat halt mehr ältere. Schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, das ist breit gestreut, was da existiert. Also ich würde sagen, es gibt mittlerweile viele junge, viele mittelalterliche, viele, viele ganz alte. Genau. Das ist schwierig zu Heutzutage ist es sagen mit bunt den. gemischt. Das ist extrem bunt gemischt. Selbst meine Mutter, meine Oma, alle gucken YouTube, alle benutzen Google. Das ist rum mit dem nur Jungen, würde ich sagen. Auch jeder doofe Smart TV hat YouTube. Selbst mein zweijähriger Sohn schaut Videos auf YouTube auf dem Smart TV. Weil Schwierig heutzutage zu findet sagen. man ja zu jedem Thema findet man ja irgendwas. Auch wenn man sich nur über Pferde informiert, kommt schon auf Google ein Video, da kannst du dir das angucken. Ey. Und deswegen würde ich sagen, also wenn jetzt hier wirklich jemand, wieso sollte ich frustriert sein, wenn jetzt irgend ich will jetzt keinen beleidigen, wenn jetzt irgend so eine minderwertige, nicht, Entschuldigung, das wollte ich sagen, wenn jetzt irgendeine minderjährige Benutzergruppe halt irgendwie so einen komischen Hype hat und ihre Schrott-Intros feiert, Herrgott, dann machen sie es halt. Aber das würde mich als Designer, ich sag jetzt mal salopp, das würde mir 10 Meter am Arsch vorbeigehen. Solange meine Zuschauer sagen, das ist in Ordnung, was ich mache, ist das doch in Ordnung. Und wenn ich jetzt für andere Leute Intros designen würde und ich würde die trotzdem noch loskriegen, sei es, ich mache sie kostenlos oder ich verkaufe sie, dann ist doch alles in Ordnung. Warum soll ich mich darüber überhaupt dann aufregen? Ist doch Quatsch. Ich würde sagen, die meisten gucken sich doch die Videos nicht wegen den Intros an, sondern wegen den Inhalten, der da gespielt. Ich klicke doch nicht auf ein Video drauf an. Ach, hat er wieder das geile Intro drauf? Mann, ich muss mich Ja, drauf stürzen. Die 5 Sekunden muss ich mir angucken, ehrlich. Na, das ist das habe ich auch noch nie schwachsinnig, ne? gehört. Habe ich noch nie gehört, dass jemand ein Video wegen Intros anguckt. Nee. Das mit den Intros, ich sag mal, die Intros, das ist alles so eine, das ist wirklich. Das bringt es nicht mit den Intros. Was vielleicht wirklich für Videos wichtiger wäre, sind die Thumbnails und der Titel und sowas. Das ist äußerst wichtig. Das Intro ist Nebensache. Kann man machen, muss man nicht. Und man Sehe ich sollte es nicht genauso mit übertreiben. den Thumbnails. Die Thumbnails sind viel wichtiger als das Intro, weil die ziehen die Leute ran. Also ich würde so sagen, Genau. primär das Wichtigste ist die Thumbnail. Wenn die muss einfach sein, informativ, gut gemacht,
sauber angefertigt, klar, hell, gut erkennbar. Wenn die, so dass die, die muss rausstechen. Also wenn man irgendwo rumscrollt, muss die Thumbnail, oh, die ist es, bupp, dann gucke ich die Thumbnail an. In dem Moment verlassen aber meine Augen schon die Thumbnail und ich gehe sofort zum Titel. Und jetzt muss der Titel stimmen. Also in dem Titel darf keine Scheiße drinstehen. Da muss wirklich drinstehen, worum geht's und was will das Video mir sagen. Und wenn die beiden Faktoren stimmen, klicke ich auf das Video. Und wenn das natürlich nicht hinhaut, also wenn das Thumbnail, der Titel und das nicht zum Video passt, dann war's das. Also damit habt ihr euch dann selber abgeschossen. Bis zum geht nicht mehr. Ich sehe auch immer relativ kritisch, wenn irgendwelche YouTuber so ewig lange Titel benutzen, wie die meisten Let's Player, wo teilweise der Spieletitel zweimal im Titel drin steht oder solche Geschichten, da bin ich auch eher dagegen. Gronkh zum Beispiel darf macht ich da noch das. Mal, nee, darf ich da nochmal einhaken? Das mache ich zum Beispiel auf M1 Molder auch so. Ich mache eine Art Haupttitel, weil auf vielen Geräten werden nur die ersten paar Wörter angezeigt von dem Titel. Und die ersten 3-4 Wörter sollten das Video komplett beschreiben. Aber ich versuche dann im Titel noch etwas mehr reinzubringen. Da mache ich nochmal so einen Trennstrich. Zum Beispiel, heute geht es um das und das in Verbindung mit dem und dem. Das mache ich nochmal hinten dran. Dadurch wird das Video besser googelbar. Weil das ist der Haupttext, der von der Google-Suche berücksichtigt wird. Man sollte schon Informationen oben reinpacken. Aber die ersten 3-4 Wörter sind aussagekräftig. Und dann sollte man wie so einen kleinen... Die Tags sind ja eigentlich dafür da, um solche Suchhilfen zu machen. Ich finde, ein Titel sollte so kurz wie irgend möglich sein. Das ist so meine Meinung dazu. Ja gut, man kann ja den Titel kurz fassen. Ich mache es ja so, die ersten 3-4 Wörter sind der Titel. Da kommt ein Trennstrich, dann tue ich vielleicht nochmal einen Untertitel machen und dann nochmal, also eine weiterführende Erklärung zum Titel. Und ganz hinten tue ich in meinen Titel immer meinen Namen nochmal reinschreiben. Mit Titel meine ich ja die komplette Schrift, die unter dem Video angezeigt wird. Genau, das meine ich auch. Und wenn das, und auf dem Kanal sieht es halt komisch aus, wenn denn da die Titel alle zweizeilig unter dem Thumbnail angezeigt werden. Ich mache es so, dass sozusagen die Titel immer nur eine Zeile in Beschlag nehmen. Da passen dann so 2-3 Wörter rein. Und das meinte ich, dass die möglichst kurz sein soll. Das ist übersichtlich und man wird nicht so mit Zeichen erschlagen. Aber ist schlechter für die Googlebarkeit. Nee, dafür sind ja die Tags da. Funktioniert nicht. Die Tags werden erst als zweiten Punkt berücksichtigt. Der Titel ist immer das Wichtigste. Also zuerst richtet sich's nach dem Titel. Aber ich bin da so ein bisschen perfektionistisch. Da ist es mir lieber, dass der Titel ordentlich aussieht, als wenn da jetzt irgendjemand das googelt. Ja, ich habe halt dann lieber auch ein paar Leute, die es dann sehen. Das ist der springende Punkt dann halt bei mir. Ich versuche dann, allein durch den Titel schaffen es die meisten meiner Videos, besonders bei M1 Molder, ausnahmslos in die Google-Suche. Also die meisten meiner Zuschauer sind okay. Google-Treffer. Und dadurch hat man dann halt auch Videos mit 140, 300.000, 400.000 Views. Wenn dann ist man selber halt, wie gesagt, hallo? Ja, wir hören dich. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Beispiel, einfach mal meine Thumbnails und meine Videotitel anzugucken. Hab das gerade verlinkt. Dann blenden wir... Ja, dann... Ich würde sagen, diese Diskussion jetzt. Titel sollten so kurz und knapp wie möglich sein und das Wichtigste drin beschreiben. Und ich finde auch, so wie Marc sagt, wenn die Titel... erst gegoogelt und dann kommen die Tags. Wenn ich mir jetzt gerade so deine Videos angucke, das ist ganz schlecht sogar für die Google-Suche. Ja, habe ich ja gesagt, das sehe ich aber nicht so wichtig, da das hauptsächlich Videos sind, die halt irgendwo geteilt werden. Also da kommt es weniger darauf an, dass man das jetzt in Google findet. Und die wichtig sind, in Google zu finden, wie Wirtschaft, Scheingeld oder Bildung bilden, da steckt das Wichtigste ja im Titel sogar drin, obwohl es Wortspiele sind. Also ich denke, dass ich das schon ganz gut gelöst habe, meine Perfektionismus trotzdem so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ja gut, im Endeffekt ist das ja klar, jedem seine Sache, wie er es macht. Ne? Hauptsache es funktioniert. Genau, solange es funktioniert, ist es doch egal. Ne? Ja, egal wie es, Hauptsache es funktioniert. Und wenn es funktioniert, genau. Kann das jemand ruhig so weitermachen, wie er das macht. Dann ist das ja in Ordnung. Wenn es für einen so funktioniert, warum nicht, ne? Ja gut, im Endeffekt,
wenn jemand sich weiterentwickeln will auf YouTube, muss es funktionieren, weil sonst bekommt man irgendwann keine Zuschauer mehr. So sieht's aus. Welche Gruppe von Generation bei YouTube findet, denkt ihr es an oder sind Intros wichtiger? Bei den Jüngeren, bei den Kiddies. Die Kiddies, die feiern sich dann darauf. Wie gesagt, ist das die ganzen Intros, ich bin der Meinung, das interessiert die meisten nicht. Das ob jung oder alt. Ich wie gesagt, ich kenne keine YouTuber, die sich da so dran aufgeilen auf diesen Intros. Die sind da oder nicht, man. Die meisten spulen sie eh weg. Selbst wenn sie nur ein paar Sekunden sind. Oder meine Zuschauer zumindest. Das sieht man auch, wenn man dann mal in seine Analytics guckt, was mit euren Intros überhaupt passiert. Meistens sieht man dann, wie dann schön starr weggeklickt wird. Und das Schöne ist, dann habt ihr gleich an eurem Anfang des Videos gleich einen Einbruch. Wie hieß denn das nochmal bei YouTube? Diese Watchtime bricht an dieser Stelle, ja, die bricht voll ein und das ist ganz schlecht für euer Video. Dadurch wird es sehr schlecht dann auf Google oder auf YouTube findbar. Auf Deutsch heißt es Zuschauerbindung. Genau, und die ist sau schlecht dadurch dann, weil die gleich am Anfang zusammenbricht und das ist nicht gut. Wenn jemand am Anfang jedes Mal eine 10-Sekunden-Spulung hat, dass jemand 10 Sekunden wegspult und das ist nicht gut. Dadurch verliert das Video so an Kraft, ihr werdet euch dann definitiv nicht mehr wiederfinden auf YouTube. Ihr werdet nirgendwo angezeigt, ihr werdet nirgendwo rechts am Bildschirmrand angezeigt, ihr seid nirgendwo mehr vorhanden. Weil die Watchtime gleich am Anfang total im Arsch ist. User, was oder welche Generation findest du ist anfälliger? Da kann ich auch nur zustimmen. Das sind denn sozusagen die, sag ich mal, eher Naiven, die dann sagen, boah, das sieht cool aus oder so. Also welche, die jetzt irgendwie auf Inhalte aus sind, ich glaube nicht, dass die dann irgendwie solch welche Gedanken hätten. Jetzt die gleiche Frage zu Thumbnails. Welche Generation ist anfälliger? Würde ich gar nicht mal auf Generation würde ich das nicht, das ist Quatsch mit den Generationen. Thumbnails ist jeder anfällig. Was sagst du dann, bei welchem Bereich oder welchem, ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen, bei welchen Arten von Videos denkst du, dass Thumbnails eigentlich am wichtigsten sind? Bei allen? Weil in dem Moment... Bei wem denkst du, dass die Leute am meisten anspringen auf sowas? Denkst du, dass das irgendwie bei Let's Plays jetzt wichtig ist oder bei Videos wie dir? Bei deinen Heimwerk? Ja, bei meinen ist es auf jeden Fall unverzichtbar. Das ist katastrophal, wenn da die Thumbnail schlecht ist. Aber auch bei Let's Plays sind die schlecht. Ich habe ja auch einige Let's Player abonniert. Also ich gucke in meine Abo-Box rein und das Erste, was ich mir anschaue bei... Welche Gruppe von Generation bei YouTube denkt ihr es an oder sind Intros wichtiger? Bei den Jüngeren, bei den Kiddies. Die Kiddies, die feiern sich dann darauf. Wie gesagt, ist das die ganzen Intros, ich bin der Meinung, das interessiert die meisten nicht. Das ob jung oder alt. Ich wie gesagt, ich kenne keine YouTuber, die sich da so dran aufgeilen auf diesen Intros. Die sind da oder nicht, man. Die meisten spulen sie eh weg. Selbst wenn sie nur ein paar Sekunden sind. Oder meine Zuschauer zumindest. Das sieht man auch, wenn man dann mal in seine Analytics guckt, was mit euren Intros überhaupt passiert. Meistens sieht man dann, wie dann schön starr weggeklickt wird. Und das Schöne ist, dann habt ihr gleich an eurem Anfang des Videos gleich einen Einbruch. Wie hieß denn das nochmal bei YouTube? Diese Watchtime bricht an dieser Stelle, ja, die bricht voll ein und das ist ganz schlecht für euer Video. Dadurch wird es sehr schlecht dann auf Google oder auf YouTube findbar. Auf Deutsch heißt es Zuschauerbindung. Genau, und die ist sau schlecht dadurch dann, weil die gleich am Anfang zusammenbricht und das ist nicht gut. Wenn jemand am Anfang jedes Mal eine 10-Sekunden-Spulung hat, dass jemand 10 Sekunden wegspult und das ist nicht gut. Dadurch verliert das Video so an Kraft, ihr werdet euch dann definitiv nicht mehr wiederfinden auf YouTube. Ihr werdet nirgendwo angezeigt, ihr werdet nirgendwo rechts am Bildschirmrand angezeigt, ihr seid nirgendwo mehr vorhanden. Weil die Watchtime gleich am Anfang total im Arsch ist. User, was oder welche Generation findest du ist anfälliger? Da kann ich auch nur zustimmen. Das sind denn sozusagen die, sag ich mal, eher Naiven, die dann sagen, boah, das sieht cool aus oder so. Also welche, die jetzt irgendwie auf Inhalte aus sind, ich glaube nicht, dass die dann irgendwie solch welche Gedanken hätten.
Jetzt die gleiche Frage zu Thumbnails. Welche Generation ist anfälliger? Würde ich gar nicht mal auf Generation würde ich das nicht, das ist Quatsch mit den Generationen. Thumbnails ist jeder anfällig. Was sagst du dann, bei welchem Bereich oder welchem, ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen, bei welchen Arten von Videos denkst du, dass Thumbnails eigentlich am wichtigsten sind? Bei allen? Weil in dem Moment... bei wem denkst du, dass die Leute am meisten anspringen auf sowas? Denkst du, dass das irgendwie bei Let's Plays jetzt wichtig ist oder bei Videos wie dir? Bei deinen Heimwerken? Ja, bei meinen ist es auf jeden Fall unverzichtbar. Das ist katastrophal, wenn da die Thumbnail schlecht ist. Aber auch bei Let's Plays sind die schlecht. Ich habe ja auch einige Let's Player abonniert. Also ich gucke in meine Abo-Box rein. Und das Erste, was ich mir anschaue bei jedem Video, ist die Thumbnail. Und wenn die scheiße ist, ist das Video gestorben. Ich hasse es zum Beispiel auch bei Let's Player, wenn immer wieder dieselbe Thumbnail genommen wird. Und dann steht dann bloß 01, 02, 03. Okay, gucke ich nicht mehr. Hat sich erledigt. Man könnte es vielleicht, ja, wenn's eine kleine Serie ist, könnte man das ein bisschen verändern, das Thumbnail, und dann darauf hinweisen, dass es dieselbe Serie ist. Aber man sollte sich wirklich um das Thumbnail kümmern. Das Thumbnail ist überhaupt das Wichtigste neben eurem Video überhaupt auf YouTube. Ohne das Thumbnail werdet ihr überhaupt nicht geklickt. Ich würde mich auch Marc anschließen, weil man guckt doch zuerst auf das Thumbnail drauf, als auf die Videobeschreibung oder sonst was anderes. Wenn das Thumbnail nicht stimmt, wird nicht aufgeklickt. Da sieht man doch schon, wenn man so wie andere so Titten-Thumbnail hat, dann sieht man doch schon, die Aufrufe sind doch hundertprozentig nach oben geschwellt. Also ist das, das ist doch sozusagen der erste wichtig. Eindruck. Das ist das Wichtigste überhaupt auf YouTube. Also das Thumbnail ist sogar wichtiger als das Video. Ohne Thumbnail keine Zuschauer, keine Aufmerksamkeit, keine Findbarkeit, kein gar nichts. Ohne Thumbnail werdet ihr nicht geklickt. Ist das Thumbnail scheiße, war es das für das Video. Klipp und klar. Und wenn es noch so gut gemacht ist, das war's. Ich würde sagen, ich kann garantieren, man hat ein geiles Intro, Thumbnail, und man könnte da nur so einen Piepton hinstellen als Video, es wird 100.000 Mal geklickt worden. Genau so sieht's aus. Das Thumbnail ist die Falle, das ist quasi die Falle, in die jeder tappt. Die saugt euch an. Man muss nur einmal so ein Booster im Thumbnail haben, und man kann dann nur einmal so einen Wassertropfen im Video zeigen. Schon wird das draufgeklickt. Das Video ist nicht so wichtig, wie Marc sagt. Ja, das Video ist schon wichtig. Also, wenn ich jetzt auf den Thumbnail reinfalle, dann war der Kanal, ist der für mich gestorben. Den werde ich garantiert nicht abonnieren oder wiederschauen, wenn ich von einem Kanal verarscht werde. Also, wenn ich jetzt nackte Frauen oder irgendwas in der Thumbnail sehe, gehe drauf und plötzlich in dem Video frisst eine Katze ihr Futter und ja, toll, und ach, ist das alles sinnlos, und da ist der Kanal für mich gestorben. Das war's, da gucke ich nie wieder vorbei. Sollte schon aber das passen. Video wird man sich wahrscheinlich trotzdem angucken, weil eine Katze zu sehen ist. Nein, ich nicht. Definitiv nicht. Da bin ich schneller weg. Ich habe einfach zu wenig Zeit für sowas. Bei mir muss das passen. Ich habe wenig Zeit. Also will ich schnell zu meiner Info kommen. Ich will schnell zu meinem Video kommen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei anderen Leuten so ist. Jeder hat keine Zeit. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal meine Kinder. Wenn ich denen ein Video suche auf YouTube, oder sie sich selber suchen über ein Smart TV, gehen die auch zuerst über das Thumbnail. Wenn das Thumbnail gut aussieht, sagen sie auch, Baba, klick, klick, klick. Okay, ich klicke drauf. Und wenn das Video schlecht ist, wenn zum Beispiel nur eine Katze was frisst oder so, ist das Video gegessen für die Kinder. Entweder fangen sie an spielen oder sagen, nee, weg, weg. Und da war's das. Und so wie das meine Kinder machen, macht das jeder andere Mensch auch. Man guckt sich nichts an, was man nicht sehen will. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber wie du gerade gesagt hast, das Thumbnail ist ja das Wichtigste, weil wenn es deinen Kindern gefällt, dann klickst du ja da drauf, und, auch wenn der Inhalt Schrott ist. Ja, okay, sagen wir mal so, du hast ein saugeiles Thumbnail. Du hast danach ein Video von 5 Minuten, was totaler Schrott ist. Jetzt geht jemand drauf auf das Thumbnail ist gut. Ich klicke das Video an, sehe das Video, breche es ab. Was wird passieren? Dein Video hat eine schlechte Watchtime. Nee, dein Video hat eine schlechte Watchtime und es wird nie wieder irgendwo gelistet werden. Damit hat sich's erledigt. Deswegen versuchen dann die Leute, die so zu verarschen, die machen immer Folgendes, die machen die Videos nur 5 Sekunden lang. Also die machen ein Thumbnail und nur 5 Sekunden Video dahinter. Da kann man keine schlechte Watchtime mehr haben, so schnell kann keiner Stopp drücken. Und die Videos werden dann immer ganz hoch gelistet. Das funktioniert ja.
Allerdings glaube ich, dass das auch nicht immer funktioniert, denn wenn ich sehe, das Video ist nur 5 Sekunden, dann klicke ich es meistens auch nicht an. Wenn ich sehe, das sehe ich meistens nicht, weil diese Zeitangabe meistens nur so klitzeklein in der Ecke steht. Und das übersehe ich ganz gerne mal, auch am Smartphone oder am Smart TV. Wenn man jetzt gezielt hinguckt, ja, aber ich übersehe es auch manchmal. Besonders auch auf dem Handy übersieht man das. Ja. Auf dem Smart TV. Gesundheit. Ja, ich sitze ja am PC, da sehe ich die Zeiten deutlich, das heißt, auf sowas würde ich dann auch nicht reinfallen. Aber wie gesagt, PC-User werden immer seltener auf YouTube. Also ich, wenn ich so schaue, wenn was meine Videos schaut, Tablet und Handy ist sowas von auf dem Vormarsch. Und auch die Smart-TVs, mittlerweile machen PC-User noch nicht mal mehr die Hälfte von meinen Zuschauern aus. So sieht's aus. Wer wird sich nach einem anstrengenden langen Tag noch den PC anmachen? Der guckt dann sein Smart-TV und hat das gleiche wie auf dem PC. Genau. Also ich gucke 99% meiner Videos auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Oder auf dem Smart-TV. Auf dem Computer schneide ich nur noch ein Lad hoch. Oder hier wie das jetzt. Das mache ich auch am PC. Ansonsten bleibt die Kiste aus. Ist zu aufwendig, das Ding jedes Mal hochzufahren. Ich bin zu viel unterwegs. Ich bin auch sehr viel unterwegs. Das muss schnell gehen. Handy an, gucken, anschauen, weg. Und so sehe ich das bei vielen anderen auch. Keiner hat mehr Zeit heutzutage. Ich schaue hier gerade mal bei dem Video, was bei mir am meisten Klicks hat, da ist Handy auch am meisten. Also ich kann das bestätigen. Na siehste. Ja, das kommt auch ein bisschen auf die Zielgruppe an. Bei mir ist es wirklich so, zum Beispiel bei M1 Moll, das sind Heimwerker-Videos. Jemand bohrt jetzt irgendwo ein Loch in eine Wand und hat ein Problem und will das googeln. Wird er jetzt in seine Wohnstube laufen, den Rechner anschalten und das Problem googeln oder greift er in seine Tasche und schnappt das Handy? Das ist dann bei mir halt so. Wie zum Beispiel, aber wenn ich jetzt einen Let's Player habe, der da so seine feste Abonnentengruppe hat, da werden es wahrscheinlich mehr die Gamer schauen und die hängen halt wahrscheinlich eher am PC. Der dürfte dann mehr PC-Aufrufe haben, nehme ich an. Das hat auch schwer damit zu tun, was man halt hochlädt. Was würdet ihr sagen, wenn YouTube jetzt kommen würde und sagen würde, keine Thumbnails? Also es werden einfach nur noch Links oder halt die Videotitel angezeigt. Wie würdet ihr am besten einen Titel formulieren oder machen, dass die Leute es erkennen oder dass es halt gut geklickt wird? Weil vorhin habe ich auch schon rausgehört, dass ihr mit vielen Titeln bei Let's Plays irgendwie nicht zurecht oder halt die nicht mögt, da die viel zu lang sind. Also ich hatte die Frage vorhin eigentlich fast schon beantwortet, weil ich würde den Titel extrem googelbar machen. Ja, du! Genau. Und Kaktus war da. Kaktus war bei dem Thema da jetzt dazu noch nichts gesagt. Ich würde sagen, die sollten kurz und knapp und das Wichtigste sollte da drin sein, damit ich weiß, um was es sich im Video handelt. Und nicht so wie Marc schon mal gesagt hat, Folge 1, Folge 2, Folge 20.000 und ich weiß noch gar nicht, was in der Folge überhaupt geht. Okay. Und ich würde es möglichst strukturiert machen, also auch so kurz trotzdem wie möglich. Aber ich würde zum Beispiel in eine Kategorie reinschreiben, falls es Folgen sind, die Nummer. Und dann vielleicht noch einen aussagekräftigen Titel an sich, also eine Bezeichnung für das Video sozusagen. Wenn zum Beispiel ein Video zu gar nichts gehört, dann würde ich nur einfach einen kurzen, knackigen Titel machen. Viele haben halt, wie ich ja schon mal gesagt habe, verlernt, den Inhalt eines Videos in wenige Wörter zu packen. Und ein anderer Vorschlag, warum machst du nicht so den Videotitel als erstes, falls es zu einer Serie gehört, die Serie als zweites und falls es eine Nummer hat, die Nummer als letztes. Somit würdest du der Suchmaschine extrem helfen, deine Videos googelbar zu machen. Aber ich glaube, das passt nicht so ein bisschen in die Denkweise von Menschen. Bei Menschen ist es meistens so, dass Oberkategorie als erstes kommt. Aber die Menschen werden deine Videos nicht finden, wenn sie die Suchmaschine auch nicht findet. Du fällst durch das System dadurch. Weil Google filtert, was ihr seht. Erst wenn Google versteht, wo es das Video hin tun kann, könnt ihr das Video finden. Wenn Google das Video nicht zuordnen kann, findet es keiner mehr. Da habt ihr nur eure Handvoll Abonnenten und das war's. Meine Videos leben eher, wie gesagt, von Teilen und weniger von gefunden werden. Ja, es ist halt... Aber wenn man dich nicht findet, kann man das auch nicht teilen.
Du hast dann wirklich nur deine Stammzuschauer, das war's dann, ne? Nur die können's teilen. Ja, bei meinen Montags-Demo-Videos zum Beispiel wird das auf der großen Mahnwachen-Facebook-Seite immer geteilt. Das heißt, das ist dann sozusagen eher die Quelle. Oder meine Videos, wo ich über Bildung oder sowas rede, die werden dann auf so einer politischen Seite geteilt oder sowas, weil ich halt da Leute kenne. Und dadurch Bringt finden es dann natürlich Leute, fremde Leute. viele? Also das Bildung-Video ist das, was, so viele Aufrufe habe ich ja nicht. Du hast es ja gesehen, habe es ja verlinkt. Aber das Bildung-Video zum Beispiel hat immerhin 1600 Aufrufe durch ein Teilen auf einer einzigen Seite bekommen. Ja, das Problem ist, dass das wiederum ist auch eigentlich nicht gut, weil wenn es nur auf einer Seite verlinkt ist, ist es dann Google auch scheißegal. Auch die viele Verlinkungen würde dich hochpusten, aber es müsste dann wirklich viel verlinkt werden. 10-mal, 20-mal, das würde dir helfen, aber einmal ist schlecht. Also ich würde auf lange Sicht, oder mach's doch so, mein anderer Vorschlag. Wenn du deine Abonnenten mit dieser Methode erreichen willst, machst du erstmal diesen kurzen Titel. Wenn du sie alle erreicht hast, dann, ich sag mal so, deine Videos sind ja jetzt da, aber wer schaut die noch? Das muss dir doch in der Seele wehtun, wenn du keine Aufrufe mehr auf diese Videos bekommst. Das ist deine Arbeit, keiner findet die mehr. Dann änder die Titel und du hast jetzt einen gut strukturierten Titel, aber was nützt sich das? Es findet doch keiner mehr. Dann änder die Titel und mach es irgendwie so, dass dich wenigstens Google dann weiter hochdrückt. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es in deinen Videos geht, aber irgendwas davon ist doch bestimmt googelbar. Irgendwas sucht doch da bestimmt mal irgendjemanden. Zum Beispiel in dem Bildungsvideo, worum geht's da? Oder mal so Da ein Abriss. hab ich inklusive vielen Quellen sozusagen das Bildungssystem so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert, was die Fehler Das ist sind doch und was es perfekt. für Alternativen Das ist gäbe. perfekt. Da kann ich dir ganz viele Takes und auch ganz viele Titelmöglichkeiten geben, wie du dich in die Google-Suche sowas von nach oben schießen könntest. Da kann man Das ja würde ich einbauen. nach dieser Aufnahme vielleicht darüber reden. Genau. War es ein guter Zug oder ein Fehler von YouTube, dass Thumbnails für jeden uploadbar sind, da es früher ja nur für Partner möglich war? Kriegt das wirklich jeder? Nee, da muss dein Konto einmal frei sein und du musst monetarisiert sein, oder? Ja, Nein, nee, momentan kann Konto. jeder. Man muss sein Konto, glaube ich, nur so ein bisschen verifizieren per Handy oder so, damit man Nein, das machen also du kann. musst Es ist. monetarisiert sein, aber das ist ja sehr Ja. einfach. Weil Monetarisiert es zu gibt auch viele, die werden. haben keine. Ja. Ja, aber was sagst du dazu? Besser oder guter Zug von YouTube oder Es ist ein Fehlentscheidung? feiner Zug. Es ist definitiv ein feiner Zug für die YouTuber. So kann man seine Videos individuell gestalten. Aber wie alles, was einen Vorteil hat, hat auch alles einen Nachteil, weil so kann man mehr bescheißen. So kann man versuchen, halt mit diesem Mittel mehr Klicks zu generieren. Aber wie gesagt, durch die Watchtime wird es den Leuten da ganz schnell das Genick brechen. Also in der Hinsicht hat sich Google das wahrscheinlich so gedacht, das sehen wir an der Watchtime, ob das was taugt, was der macht. Und dann entweder holen wir den dann rein in die Verlinkung oder verlinken denen seine Videos. Oder wenn die Watchtime schlecht ist, verlinken wir sie einfach nicht und da kann er seine Thumbnails machen, wie er will und noch so viel betrügen damit, weil es wird ja eh keiner schauen. Dann Das kann ich mich deine Meinung privat noch kurz anschließen. dazu, User. Fehler Also ich finde oder es guter sozusagen Zug? auch gut, weil wenn alle Thumbnails machen können, dann kommt es sozusagen mehr darauf an, wer kreativ ist und nicht wer das Glück hatte, groß zu werden, sozusagen. Also ich sehe das auch eher positiv. Und du, Kaktus? Ich finde es auch sehr positiv, nur wie Marc schon gesagt hat, es wird dann mehr beschissen, damit man mehr Klicks kriegt. Aber durch die Zuschauerbindung, die Watchtime, wird das dann sowieso den Kanal dann verwehrt. Deswegen sollte man das nicht so ernst nehmen. Okay, dann kommen wir auch zum Fazit. Dein Fazit, User? Ja, das Thema war ja, was sozusagen ausschlaggebend ist, ob man Zuschauer bekommt. Eine Sache habe ich ja jetzt so ein bisschen gelernt, mal vielleicht auf den Titel zu achten. Aber ich sehe trotzdem es so, dass die Thumbnails sozusagen der erste Eindruck sind und die wirklich das Wichtigste sind, dass die auch strukturiert und aussehen und nicht so zugemüllt. Das ist bei den Thumbnails, finde ich, auch wichtig. Okay, was sagst dann du dazu jetzt als letztes Kaktus? Thumbnails sind das A und O. Das war's dann auch mit Folge 7. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Das wäre dann die Folge 8.
Bis denne. Tschüss.